Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bacchus Barbecue hier aus meinem herrlichen kleinen Gartenhaus, das sich gerade anfühlt wie eine Gartensauna. Aber gut, wer so die YouTube-Kanäle, Grillkanäle auf YouTube schon länger verfolgt, der wird sich entsinnen können, dass der Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen vor 8, 9 Jahren mal ein Video rausgebracht hat, in dem es um einen Schaschlik ging, das wiederum von einer anderen Bloggerin war, nämlich von der Okraschote. Der Blog hieß damals Das Leben ist schön, im Moment ist da so ein bisschen Stillstand. Aber sonst ein herrlicher Blog mit ganz tollen Reiseberichten über Schottland und eben tollen Rezepten. Der Jörn hat damals dieses Rezept von der Okraschote, so nennt sie sich, kopiert, nachgemacht, auf einer Weberkugel, ganz tolle Schaschlikspieße. Und wir werden das heute so ein bisschen, uns ein bisschen davon inspirieren lassen, so ein bisschen in die mediterrane Richtung gehen. Und was wir dafür brauchen und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr seht, ist das ein ganz schöner Berg an Zutaten. Gut, jetzt haben wir hier 1,5 Kilo Schweinenacken, den werde ich würfeln. Wir haben Mettenten, die kommen auch mit auf den Spieß, die werden wir auch schneiden. Wir haben ein Paprikaset, das wird in Streifen geschnitten, kommt mit in die Soße. Wir haben für die Spieße noch eine ganze Reihe von Zwiebeln. Die kleineren werden wir hacken, die kommen mit dem Bacon. Vorher werden die ein bisschen angebraten. Die großen werden wir achteln, kommen mit auf den Spieß. Dann haben wir hier, mal schauen, ja ungefähr so ein, ich würde sagen so einen Liter passierte Tomaten, guten Liter passierte Tomaten, 2 Gläser gegrillte Paprikaschoten, 3 Dosen geschälte Tomaten, eine Ecke Knoblauch werden wir reinmachen, wir werden Tomatenmark mit reinmachen, Pfeffer, Salz. Dann haben wir da noch was ich ganz gerne in alle möglichen Tomatengerichte reinmache, und das ist Curry. Ich finde, das rundet das Ganze immer wunderbar ab, wie man es mag. Und hier haben wir noch so einen mediterranen Rub. Nehmt da, wen ihr wollt. Das hier ist der vom großen L. Ich finde den immer ganz gut. Deswegen werden wir aber auch mit dem Salz ein bisschen sparsamer sein. Und dann haben wir noch Petersilie, gehackte. Die brauchen wir eher zum Dekorieren. Und Olivenöl. Ja, jetzt würde ich sagen, ich fange jetzt erstmal an zu schnibbeln. Und wenn alles geschnibbelt ist, dann hole ich euch wieder dazu. Okay, was ein Akt. So, geschnibbelt ist jetzt alles. Hier haben wir den Schweinenacken in Würfeln, die Würstchen. Und ja, die Zwiebeln habe ich anstatt gewürfelt in so Halbringe geschnitten. Das fand ich irgendwie cooler. Wird in der Soße im Zweifel besser kommen. Unten drunter haben wir auch noch 6 Knoblauchzehen. Gut, tun wir mal weg hier. So, dann haben wir hier die so Zwiebel, Achtel, Zwiebel, Viertel, je nachdem. Ja, und die geschnittenen Paprika, auch die kommen in eine Soße, die können wir jetzt erstmal wegtun. Ja, und dann können wir anfangen zu stecken. Jetzt habe ich hier, wie die meisten von euch wahrscheinlich bei Amazon mal, so ein paar Spieße gekauft. Die sind eigentlich viel zu breit, wird uns bei den Zwiebeln wahrscheinlich so ein bisschen Probleme bereiten. Die waren außerdem viel zu lang. Und dann habe ich mir einfach mal irgendwann eine Flex genommen und habe die abgeflext. Damit die überhaupt in irgendeine Schale passen oder auf einen Kugelgrill mal mehr als 3 von der Länge her. Gut, fangen wir an zu stecken. Legen wir mal los. Legen wir uns hier so eine Zwiebel. In dem Falle, weil die Spieße eben so breit sind, versuche ich dann mit der Faser zu gehen. Okay. Machen wir so. Gut. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Bisschen wenig drauf, finde ich. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Wir dürfen sie nur nicht zu eng stecken, weil sie sonst nicht richtig durch werden. Okay,
Aber jetzt. So, jetzt machen wir die restlichen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, 5 Spieße sind es geworden. Also 1 bis 2 hätten es noch werden können, aber ich habe keine Spieße mehr, also in dieser Länge nicht. Ja, so sehen sie jetzt aus. Die bekommen jetzt noch eine gute Portion Pfeffer. Kommen ja nicht direkt auf den Grill, insofern können wir da ruhig Pfeffer dran machen. Ja, der eine oder andere sagt, Pfeffer verbrennt nicht. Man weiß es nicht. So. Na, bleibst du da drauf? So. So. Salz sollte erstmal genug sein mit den Würstchen. Ich denke, da kommen wir mit klar. So, und jetzt geht's raus an den Grill. Ja, und hier stehe ich dann vor dem Dilemma, dass die Spieße nicht in die Schwedenschale passen, die eigentlich auf den Kugelgrill passen würden, aber der GN-Behälter, den ich benutzen möchte, nicht auf den Kugelgrill passt. Also, was machen wir? Benutzen wir die Garkammer von meinem Smoker als Grill. So, jetzt haben wir hier ein ordentliches Glutbett. Da geben wir jetzt erstmal den GN-Behälter drauf. Der kann jetzt mal ein paar Minuten Temperatur bekommen. Ja, noch ein paar Minuten. Wird der Behälter ordentlich heiß sein. Jetzt geben wir da eine ordentliche Portion Olivenöl rein. Jetzt nehmen wir uns die Zwiebeln und den Knoblauch. Und dünsten das mal schön an. Ah, schaut mal. Ah. Schau, das ist schön an hier. Jetzt sind mal ein Düftchen, Zwiebeln, Knoblauch. Ein Träumchen. Ah, das sieht doch gut aus. Ups. Sehr gut. Jetzt geben wir die Schinkenwürfel dazu. So, und auch den geben wir jetzt mal so, naja, so 10 Minuten. So, 5 Minuten sind rum. Schaut euch das mal an. Man muss mal aufpassen, dass es mich hier nicht ansetzt. Klasse. So, jetzt packen wir da noch die Paprikastreifen dazu. Und dann haben wir noch mal ja, so 2-3 Minuten. Leute, das ist ein Geruch, das ist einfach Knoblauch, Zwiebeln, Speck, Paprika. Gut, was soll man dazu sagen, ne? Ja, herrlich, so schön im Gegenlicht. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns auch in diesem Grill jetzt eine indirekte Zone schaffen. Das heißt, wir werden die beiden, ja, zwei Kohlehaufen rechts und links vom GN-Behälter zusammenhäufen. Und das machen wir womit? Das machen wir mit dem guten alten Bundeswehr-Klappspaten. Da sagt noch einer, das Ding wäre für nichts gut. Gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier unfallfrei vom Rost kriegen.
Nehmen wir mal die Roste raus. Klappspaten, wo bist du? Okay. Okay, naja. Ich hoffe, das passt. Roste wieder rein. GN-Behälter drauf. Und jetzt geht's weiter. Next Step. Das sieht alles schon mal super gut aus und riecht einfach fantastisch. Jetzt haben wir hier die gegrillten Paprika aus dem Glas. Im Idealfall kriege ich die auch auf. Okay. Die kann man tatsächlich so nehmen. Ich finde, das ist ein super Produkt. Wir nehmen auch die Lake mit dazu. So. Das zerkocht daher ohnehin. Dann haben wir hier den guten Liter passierte Tomaten. Drei Dosen ganze Tomaten, also geschälte Tomaten aus der Dose. So, und das Ganze lassen wir jetzt mal schön so ein bisschen aufkochen, dass wir so eine schöne, leckere Schaschliksoße kriegen. Das wird großartig. Was ich vergessen habe, sind auch so, ist ja noch nicht tomatisch genug, ich sag mal so 3 Esslöffel Tomatenmark. Das rühren wir jetzt noch ein und dann lassen wir das erstmal ein bisschen in Ruhe. Ich sag mal so eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Okay, während das jetzt ein bisschen vor sich hin brutscheln kann, legen wir die Spieße oben schräg auf das Warmhalterost. Die sind nämlich auch zu tief für den Smoker. Okay. Ja, das ist so gut. Na, passt das? Jo. Dass sie gut über der Soße sind. Und da lassen wir jetzt erstmal so eine Dreiviertelstunde drin. So, ich sag mal so eine gute Dreiviertelstunde später, eher fast eine Stunde, sieht die ganze Geschichte so aus. Das ist ein Haufen Soße, meine Herren. So, wir probieren jetzt mal. Okay, gut. Bedarf natürlich noch so ein bisschen Liebe, ne? Wir nehmen jetzt erstmal eine großzügige Portion Pfeffer zu. Dann haben wir hier den mediterranen Rub. Ja, das sind so, ich sag mal so 2,5 bis 3 Esslöffel. Da ist auch schon Salz dabei. Das mag jetzt vielleicht viel aussehen, aber es ist auch wirklich eine ganze Menge Soße. Das rühren wir mal kurz ein. Boah, das riecht. Hammer. Hammer gut. So, und jetzt kommt sowas völlig off-topic. Einfach, weil ich diese Aromen so mag und weil ich finde, dass es einfach eine runde Geschichte wird. Ups, okay. 2 Esslöffel Curry. Auch wenn es eigentlich gar nichts da drin verloren hat. Aber es macht es einfach rund. Unglaublich gut. So, den geben wir jetzt noch so 10 Minuten und dann packen wir die
Spieße gleich in die Soße. 10 Minuten später. Das müssen wir noch mal probieren. Wow. Granate. So. Was jetzt passiert, ist ganz einfach. Wie im Originalrezept. Ich kann mal sogar anfassen. Also so heiß ist es hier im Smoker gar nicht. Legen wir die Spieße in die Soße. Doch diese Spieße sind heiß. Halleluja. Okay. Verstecken wir die Spieße einfach so ein bisschen in der Soße. Grandios. Boah, das riecht unglaublich. Hammer. Nochmal kosten. Ich muss nochmal kosten. Ein Träumchen. Okay. So, und das ganze Spiel, dem geben wir jetzt noch, ja, sag mal, so eine gute halbe Stunde. So, Freunde der Nacht, da sind wir jetzt. Es dampft herrlich. Sehr geil. Sehr geil. So, wir nehmen die Spieße jetzt raus. Und dann wird angerichtet. Mal schauen. So Leute, schaut euch das mal an. Hier von meiner unglaublich schönen Garagentürwand. Ach, die Spieße sind so geil geworden. Gut, jetzt die sind da ein bisschen behammelt, klar. Aber es duftet unglaublich. Ich werde einfach mal schnell ein Stück Fleisch probieren. Moment. Grandios. Also Leute. Einfach umwerfend. Super geile Spieße. Einfach mal nachmachen. Hier läuft mir schon die Soße vom Teller. Ist relativ einfach. Braucht ein bisschen Zeit, aber ist super gut. Gut, ihr Lieben. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Lasst uns einen netten Kommentar da. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn wir irgendwas besser machen können. Ich wünsche euch eine super gute Zeit und genießt das Leben.